herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Mario Kart Double Dash. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, Mittag oder Morgen, je nachdem, wann ihr halt das Video schaut. Aber schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, wir machen weiter in Grand Prix im 100 CCM. Wir haben jetzt Mario und Luigi genommen gehabt und wir hatten Yoshi und dieses komische, wie ist der Name, dieses Trutten-Ding. Heute will ich mal das Affenduo ausprobieren, nämlich Donkey Kong und Diddy Kong. Und auch hat dementsprechend passendes, sehr schön aussehendes Gefährt. Wir hatten so den Mushroom Cup und den Flower Cup und heute steht uns noch aus der Star Cup und damit fangen wir auch direkt an. Let's go! So, ja, Mario Kart Tour ist halt ja morgen. Wenn ihr das seht, wir haben heute Dienstag, den 24. an dem Tag, wo ihr das seht, vermutlich. Und morgen am Mittwoch, der 25. erscheint ja endlich Mario Kart Tour. Und darauf freue ich mich persönlich sehr gern. Und die jetzt kenne ich das so gut von den Judas Witz Teil. Ah, nur, dass sie da irgendwie nicht halber zu ätzend war wie hier. So, auf jeden Fall erscheint morgen Mario Kart Tour. Was an sich eine sehr schöne Sache ist. Ich finde die Stats voll cool. Ich sag gleich wieder noch was in meinem Mario Kart Zeug. Sie wollten nur einmal gesagt haben. Ich persönlich finde den Grafikstil von diesem Spiel echt toll. Ich finde den besser als den von dem Wii, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Weil hier wirkt die Grafik eher so scheißneres, aber trotzdem noch modern. Und das ist generell überall so. Und das ist auch ein interessantes neues Feature. Fuck, muss mal lang. Und das mag ich einfach an diesem Spiel sehr gern tatsächlich. Das gefällt mir daran. Dann denke ich doch mal, ist das umständlich hier. Ah, das wird ganz so kritisch hier. Und deshalb finde ich Mario Kart Tour Mario Kart der Double Dash oder auch generell einfach Gamecube-Spiele sehr toll grafisch, muss ich sagen. Gefällt mir. Also der Teil gefällt mir wirklich gut. Der könnte einfach mal Favoriten werden. Ja, nun aber so Mario Kart Tour. Weil er saß so morgen erscheint. Ich bin gespannt drauf. Es wird definitiv morgen. Aua. Das ist ja, ey. Das ist diese riesen Eisblöcke. Jetzt schon Aids pur. Schreck dir an, Alter. Walla. Es wird ja wohl nicht hier wahr sein. Ist das Mäusemelken? So, jetzt mal. Ja, Mario Kart Tour ist halt morgen. Ich werde immer unterbrochen. Das ist mich ja aufregend wegen irgendwelchen Spielszenen. Das ist auch mal super. Ich persönlich freue mich sehr drauf, weil ich glaube, an Teil. Ich glaube, dass Mario Kart Tour ganz angenehm und werden könnte. Ich habe auch so ein bisschen Beta-Gameplay mir genauer angeschaut gehabt vor der Zeit. Also nicht selbst ausprobiert, aber halt anprobiert. Also anprobiert. Heute so an, nach dem Motto mal Kleider, probiert die an. Ich meine halt, ist halt so angetestet, das ist das bessere Wort. Das deutsche Wort. Das ist ein bisschen auf der Suche war, verdammte Scheiße, fahr! Ja, das ist das, ob ich jetzt irgendwie auch scheiße Vierter werde hier. Ja, Vierter ist nicht so geil. So, ein 5-6-4-CM nervt's mich selbst, aber immerhin bin ich ja gerade noch so weiter. Aber das geht besser, da ist hier noch dann ganz schöne Luft hier nach oben. Vielleicht ist ja hier in Mushroom City, die sieht ja mal Hightech und geil aus. Zumindest was das 2002 war, das verdammt heftige Hightech oder wann das Spiel erschienen ist, war ja ungefähr so um die Zeit. Ich glaube, da taugt mir die States hier so mehr. Ja, Mario Kart Tour, es wird sich gar keine großen Analas. Ach, sehr gut, so. Keine großen, da Theorien zwingen, wie das Spiel wird. Auf jeden Fall, ich werde es morgen definitiv anfangen zu explain. Ich kann aber auch noch nicht verspressen, wann. Weil ich morgen erstmal eine geile Arzt-Serien habe. Ja, yeah, Mann, perfekt getimed. Aber direkt nach. Na, das ist das vorne, jetzt hier! Und ich habe den letzten Tab dazu mit Druck geschrieben. Was soll ich denn jetzt schreiben? Mega-Betrug oder was? Ey, das ist doch. Schaut mal, wie grimmig die Banane da oben schaut. Das ist mein Face gerade, Alter. Das ist doch Betrug hier, ey. Wirklich, ich zeig diese Scheiße an. Ich schwör auf alles. Ich zeig's an. Ja, was?
da kann man nicht. Ich dachte, da muss weitergehen unten. Ja, sicher. Also, alle, Anzeige ist raus. Und sagt sowas von. Ey, es regt mich wieder viel zu viel auf hier. Das ist nicht mehr feierlich. Okay, für alle Zuschauer, die es noch nicht vergrollt haben sollte, unter Umständen gibt es ja vielleicht noch den einen oder anderen. Der bin ich gerade der beschlechtende Part. Wie sei gesagt, Mario Kart Tour, morgen geht's definitiv los. Ich weiß wie gesagt noch nicht wann, ich weiß auch noch nicht wie, weil mein Handy ist irgendwie schon scheiße dafür. Ich muss halt ums iPad von meinen Eltern für dieses Let's Play verwenden kann, was ein bisschen blöde ist, weil mein iPad ist halt auch. Und ich habe ein geiles iPad, ein geiles Handy. Aber beide sind schon zu alt dafür. Und ein neues iPad für Schule bekomme ich erst zu Weihnachten. Natürlich kann ich da dann auch meine Gameplays drauf machen, wäre das auch, ist ganz klar. Aber bis dann habe ich dann noch so ein altes iPad und da läuft gefühlt nicht mal Minecraft drauf. Dementsprechend, nee, sorry, damit geht's nicht, aber ich werde schon irgendeine Lösung finden, vor allem Mario Kart Tour Gameplay aufzunehmen und dann eben auch so bringen. Bin ich persönlich auch wirklich sehr gespannt drauf, weil Mario Kart Tour, das kann man, ist auch das Spiel, Alter, was für eine fette Banane, by the way, ist auch das Spiel, was man einfach mal ganz gezielt im Unterricht spielen kann bei gewissen Lehrern. Und das dort quasi keine Sorgen, wie es haut das Ding nicht irgendwie mal irgendwo auf die Straße oder so. Der fette Dings, der fährt auch, als ob der besoffen wäre. Ja, und ich fahre hier irgendwie 1 Kilometer. Ach, lol, ich fahre, glaube ich, ganz dagegen. Sesser! Ey, aber jetzt ist die Anzeige sowas von raus hier. Ey, das ist doch jetzt mehr als mit Druck und wer. Ja, genau, und das Teil erwischt mich auch noch. Und was kommt als nächstes? Herr Krutze hier, das ist denn das hier, ey. Ist nicht, du fettes Wario-Mistgestalt hier. Okay, ich darf nicht so ausrasten. Sorry, Leute. Nee, aber Mist nervt das gerade phänomenal. Und da kommt auch noch die scheiß Auto und ver... Ja, sicher! Alter, es hätte erster werden können. Das ist ein reinstes Betrugsspiel hier. Ist wahr. Es zeigt dieses Spiel so an. Im letzten Part noch von Anfang ist ein geiles Spiel, alles geil. Und das ist das hier, der reinste Betrug. Das ist doch nicht mal feierlich. Das ist nach was der reinste Betrug. Es ist wirklich. Oh. Denkt ihr, war alles nett, toll. Und dann war. Aber okay. Hilft nix, hallo, Maus. Ich bin gerade mein Emulator wieder rum. Wo ist denn das heißt Maus? Da ist sie. Danke dafür, Merkel. Ist jetzt schon. Oh na, ja, sie total. Yeah, boy, yeah! Mein Gott, der hat eine Lieblingsstrecke. Das heißt, drauf, das ist der Tauschcode. Aber immerhin, die ist ja noch angenehmer als das Regenbogen. Wenn jetzt noch ein Regenbogenstrecke kommt, ha, dann wird der Part phänomenal sein. Es wird gekauft. Diesem Gott hasse ich diese Map. Ja, komm raus, du fetter Affe. Ich glaube, wir werden immer Affen wechseln. Ihr seht schon, mit einem Affen, was habe ich? Lol, keine Ahnung. Also mit einem Affen habe ich es nicht so. Die fahren mir jetzt nicht so ganz, wie ich es will. Leute, das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass es eine erste Bombe gibt. Also, das weiß ich nicht nach vorne. Ich sitze hier, also die Affen, das. Okay, wir dürfen ja nicht das Kind fahren lassen hier. Wir sind ja hier in Deutschland. Darf man es ab 18 fahren? Ich bezweifle, dass hier Diddy Kong schon 18 ist. Es ist eine ganz kritische Lage und das war eine Abkürzung, die wir leicht verkackt haben. Aber nur leicht versteht es und. Ah! Es hat mir gerade meinen Fuß angehauen, weil ich habe da mit meinem Stuhl, mit der Rolle quasi beinahe über meinen Fuß gefahren bin gerade. Sehr intelligent von mir. Ich rolle manchmal so ein bisschen auf und ab, so ganz unauffällig. Das merkt ihr nicht, aber ich merk's. Zumindest dann, wenn ich mir über meinen Fuß rolle. Ist jetzt schon eine sehr intelligente Sache. Ist das Ganze? Ja, was ist denn das hier? Hilfe. Ja, Mario Kart Tour, Alter. Ich freue mich richtig drauf. Wirklich die ganzen Features gespannt, die das Spiel haben wird. Ich glaube, Grand Prix wird es jetzt nicht so derbe viel geben. Aber wie gesagt, mal sehen. Ich werde das hocken ab morgen. Da läuft zwar noch Minimum ein Part. Ich weiß nicht, ob es noch 1 oder 2 Cups gibt. Es waren dem Game gar nicht so krass viel, aber 1, 2 Cups hatten wir, glaube ich, noch in diesem, die uns in diesem LP erwarten werden.
Und die werden es alle erstmal durchsocken. Das ist sicher. Und dann ist dieses LP1 fast vorbei, weil die machen einen so die Grand Prix, weil das ist ja das Wichtige. Der kommt jetzt halt dann 2 Tage oder 3 Tage, eigentlich nur 2 Tage, keine Ahnung. 2 Tage. Halt doppelt Mario Kart, aber Mario Kart, doppelt Destiny, aber Mario Kart Tour eben. Aber ich hatte gerade riesig Bock auf dieses Projekt und wollte sehr sicher, dass die durch war. Und das Item auch vor mir, die Sport. Ich sag's dir, der Part ist so der Anzeigen-Part, aber komplett. Naja, auf jeden Fall wollte ich mir das nehmen lassen, einfach diese schöne Game hier mal so let's playen. Dachte mir, komm, das machst du jetzt von Mario Kart Tour, lol. Deshalb mag ich es jetzt. Ja, ich wette, ich werde hier irgendwie noch Zweiter oder Dritter, weil ich einfach scheiße bin. Und an die Leute, die meinen, ja, du sollst so driften, es geht nicht gescheit. Mit der Item-Taste kannst du ein kleines bisschen driften, aber krass viel ist es nicht. Und mehr geht leider auch nicht mit meinem tollen Controller, weil der ist, ich habe mal nicht irgendeinen Gamecube-Controller. Und damit geht es nicht geil, es hat bis aufgehen alles aus, über jegliche Kombination. Also da bitte mal nichts rum mehr kann! Sesa, so das heißt Riesenbananephase, ich sag's ja. Ich werde das mir noch einer überholt, ne? Dann ist hier aber der totale Krieg ausgebrochen, ich schwör's. Wenn wir es noch einer von den Leuten, die meinen überholen zu müssen, dann bricht der totale Krieg aus! Was macht die Banane hier? Ey, ich bin gerade richtig hier in. Auf der einen Seite bin ich voll happy und motiviert. Aber auf der anderen Seite bin ich krank, wir sollten erst fuck wegen der ganzen Scheiße hier. Weil es einfach der ganze Betrugspart ist, aber wenigstens hier wäre das Erste. Ist auch verdient. Mir ging noch einigermaßen ein mini bisschen mein verdienten Gewinn irgendwie wieder einholen kann. Hoffentlich. Wer weiß, wer weiß. So, next course, let's go. Einfach mal. Uff, das ist hier die große Songel. Die kenne ich doch gar nicht, tatsächlich. Ich glaube, die Map ist neu, aber das ist dieses komische Dino-Tal, da kenne ich das von 3DS. Ne, ich glaube, das ist der. Das haben wir aber Heimvorteil, Donkey Kong Map. Aber wie gesagt, ach fuck, falsche Taste wieder. Lol, riechen meine Hane. Lol, was sind denn das für Riesen-Items, by the way? Heftig. Ja, aber ich glaube, sorry, Leute, aber die geil aus mit dem Vulkan. Schuss. Jawoll, Alter. Ne, aber die kenne ich nicht. Ich glaube, die ist mir komplett fremd und neu. Auf einmal die mal übelst geil aussieht, Alter. Gefällt mir. Also Mario Kart Double Dash konnte es einer von meinen Favoriten teilen werden, so ohne Scheiß. Ich finde die Stelle zum Großteil so toll. Hatte bis jetzt noch keine komplette AIDS-Strecke. Gut, die eine war nicht so geil. Diese Cygeis, die wir auch auf der Switch oder Wii haben. Das fand die auch dadurch angenehmer wie hier auf dem GameCube. Das war gerade auch dumm. Aber ist eigentlich das Einzige, was mir irgendwie so negativ auffällt. Sonst bis jetzt noch keine AIDS-Strecken gehabt. Aber ich wette, sie baut aus Festung und Regenbogen, Boulevard, die kommen alle noch im letzten Cup und da wird es mir zum Haare raufen. Weil so Bowser's Festung und auch Regenbogen Kappa Sessa sind so meine richtigen Eisstrecken. In der ich wirklich grottig bin. Werdet ihr dann auch noch sehen, wenn es soweit ist. Das hier geht noch einigermaßen. Was? Hallo, wie sitzt hier eigentlich der Donkey Kong am Steuer? Das darf nicht wahr sein. Kein Wunder, dass wir hier verkacken, wenn ein Kind am Steuer sitzt hier. Ey, das ist ja zu viel des Guten, aber sowas von. Wie wär's dann mit Item einsetzen? Oh, scheiße, Mann, das hat der fette Affe im Gepäck. Muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht die Kurve zu stark kratzt und die irgendwo runterfällt. Weil es ist hier relativ, ja, du Spacko. Ist hier nämlich relativ leicht runterzufallen, tatsächlich. Und das ist alle. Ja, ja, genau. Ey, ist halt schon wieder ja alles an. Ich bekomme wieder das große Kotzen. Der Spacko nimmt es auch noch den. Inwiefern ist das hier alles ge... Ja. Seht ihr, wie die Bomben auf mich abgesehen haben? Oh, fuck. Nein, ich kann den nicht ausweichen in der letzten Sekunde, während ich die sehe. Ey, das ist doch alles hier AIDS pur. Diese ganze... Part ist... Hier wirklich, die Anzeige ist raus. Ich schwör, Anzeige ist raus, Walla. Ja, ja, Mario, nein, du gehst da. Die Jürgen kommt bei den Bananen, fällt ein Abgrund.
Och, Alter, und dieser Wenn-Welser-Dimension hat nicht dieses Fragezeichen. Achso, ja gut, hier gibt's ja nicht wieder alles. Gibt eine schöne Fragezeichen-Blöcke, die einen killen. Hab ich ganz vergessen. Aber, ja, es ist, ich zeig's an, die ganze schwule Scheiße hier. Wenn ich, wieso falle, ja, es ist auch noch, ist, wirklich, ist wahr. Ist, ja, na genau, da kommt noch so eine Holy Cam mit dem Zeiss. Ja, Bombard, was auch noch, ja, sicher. Das ist doch der reinste Betrug. Verpisst euch doch alle hier und ich bin raus, ihr scheiß Map. Ja, Cesar! Als Maul hier! Alter, ich bin nur Dritter geworden, ne? Das ist richtig scheiße, Digga. Schau dir mal dieses Ergebnis hier an! Da denk ich mir so, ah, was ist denn der? Das ist ja scheiße, da habt ihr verdammt nochmal Rest hier. Das ist da ganz so kritische Lage. Aber es ist. Es ist auch erst, ja. Da gibt's eigentlich nicht viel mehr zu sagen, ist immer nur so. Naja, immerhin habe ich einen Pokal bekommen. Besser als keinen, ne? Bei dem Pokal bedanke mich ganz herzlich beim Zusehen. Das nächste Mal geht's weiter. Haut's, macht's gut, bis dahin. Haut's rein. Ciao.